Dies ist die Geschichte einer großen Kultur. Einer Kultur, die trotz unzähliger archäologischer Hinterlassenschaften noch immer Rätsel aufgibt. Die Geschichte der Kelten ist für uns in weiten Bereichen ein unbeschriebenes Blatt, ganz einfach, weil die Kelten selber ja keine Geschichtsüberlieferung schriftlich aufgezeichnet haben. Ihre Krieger waren in ganz Europa gefürchtet. Ihr Kunsthandwerk begehrt. Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus zieht Julius Caesar aus, um sie zu unterwerfen. Seit Jahrhunderten wird es als Unterwerfung der edlen Wilden unter die römische Zivilisation angesehen. Ich glaube, nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Dabei geht es um mehr als Land und Besitz. Es ist ein Kampf der Kulturen. Das heutige Burgund im Spätsommer des Jahres 52 vor Christus. Hier wird sich die Zukunft Galliens entscheiden. Seit 7 Jahren führt der gefürchtetste Heerführer Roms Krieg gegen die Kelten. Jetzt haben sich seine Gegner in der Festung Alesia verschanzt. Verliert er diesen Kampf, ist seine politische Karriere beendet. Caesars Ziel ist es, ganz Gallien der römischen Herrschaft zu unterwerfen. In seinem wohl berühmtesten Werk, dem Gallischen Krieg, hält er alle Einzelheiten seines Feldzugs fest. Gallien ist in 3 Teile gegliedert. Einen bewohnen die Belger, den zweiten die Aquitaner, den dritten ein Volk, das sich Kelten nennt. Wir nennen sie Gallier. Als die Auseinandersetzung beginnt, befinden sich bereits große Teile der damals bekannten Welt unter römischer Herrschaft. Doch es gibt auch Ausnahmen, so etwa die griechische Kolonie Massalia, das heutige Marseille. Der bedeutendste Warenumschlagplatz des Mittelmeeres war schon lange vor der Zeitenwende ein wichtiges Handelszentrum. Doch immer wieder kommt es zu Scharmützeln mit keltischen Stämmen aus der Umgebung. Massalia bittet Rom um Hilfe. Und dieses nutzt die Chance, sich große Teile des Südens als Provinz einzuverleiben. CH ist fast ganz Gallien von den Römern besetzt. Einige Stämme haben von Anfang an die Zusammenarbeit mit Caesar gesucht, weil sie sich davon Unterstützung versprachen im Kampf mit ihren innerkeltischen Rivalen. Im Grunde genommen war dies aus der Perspektive gallischer Stämme allerdings eine sehr kurzsichtige Politik, denn man musste schon bald feststellen, dass Caesar für solche Leistungen die Unterwerfung unter seiner eigenen Person verlangte. Als dem keltischen Adel klar wird, dass seine Existenz jetzt allein von Rom abhängt, entscheiden sich einige für den Kampf gegen die Besatzer. Statt dem Senat in Rom ein befriedetes Gallien übergeben zu können, bekommt Caesar mit dem Kelten Vercingetorix einen ebenbürtigen Gegner. Die Schlacht von Alesia wird weitreichende Folgen haben. Verliert Caesar, muss er jede Hoffnung auf eine weitere politische Karriere begraben. Für Vercingetorix steht nicht nur seine Ehre als Anführer der Kelten auf dem Spiel. Ein Sieg der Römer wäre das Ende aller freien Kelten auf dem Kontinent. Das Ende einer Kultur, die über Jahrhunderte die Geschicke Europas bestimmte, wie es Funde in Latein zeigen. Die kleine Schweizer Gemeinde spielt in der Forschung eine große Rolle. Wenn es um die späte Eisenzeit geht, spricht man von der Lateinzeit. Und das hat mit einem Fund aus dem Neuenburger See zu tun.
Es war im November 1857. Damals sollte ein Fischer mit seinem Boot für einen Archäologen Objekte sicherstellen. Als er auf dem See zur Einmündung des Flusses Ziel kam, sah er Relikte am Grund des Sees. In einer Stunde fischte er mehr als 40 Objekte heraus, alle aus Eisen. Der Fund wurde nicht an irgendeiner Stelle gemacht, sondern genau dort, wo der Neuenburger See durch den Fluss Ziel mit dem weiter nördlich gelegenen Bieler See verbunden ist. Eine Schnittstelle, die für die Kelten offensichtlich eine besondere kultische Bedeutung hatte. Man spricht oft von der keltischen Vorstellungswelt, wenn Erde und Wasser zusammentreffen. In Latein haben wir zwei Seen und dazu noch einen Fluss mit verschiedenen Wassertiefen. Also ein nicht genau zu bestimmender Ort. Wir haben tiefes und flaches, stehendes und fließendes Wasser. Von allem ein bisschen. Eben eine Art Übergangsort. Und deshalb könnte es auch ein Übergangsort zwischen der Welt der Toten und der Lebenden sein. Im Museum Latinium sind Teile der Funde zu sehen. Auffällig hoch ist der Anteil an Waffen. Die hier gefundenen Modelle waren in der ganzen keltischen Welt verbreitet, von den britischen Inseln bis nach Anatolien. Der Latin-Stil zeigt das gemeinsame kulturelle Fundament der keltischen Stämme. Dass man heute so viel über diesen Fund weiß, ist der akribischen Arbeit der Wissenschaftler zu verdanken. Nach der Entdeckung wurden die Stücke in alle Welt zerstreut. Erst jetzt wird ein Gesamtkatalog erstellt. Es handelt sich um mehr als 5000 Objekte. Fast alle Waffen wurden von den Kelten absichtlich unbrauchbar gemacht. Ein Vorgehen, das man von keltischen Opferplätzen kennt. Und auf Opfer deuten auch noch andere Funde. Wir haben auch etliche menschliche Überreste gefunden. Einige Schädel, aber auch Tierknochen, vor allem Langknochen, sowie Schädel von einigen Rindern und insbesondere von Pferden. Von den Menschenopfern der Kelten berichtet auch Julius Caesar in seinem Gallischen Krieg. Alle gallischen Stämme sind sehr religiös. Und aus diesem Grund opfern die, die von schwerer Krankheit befallen sind oder sich in Krieg und Gefahr befinden, Menschen anstelle von Tieren. Oder geloben solche Opfer. Solche Geschichten machen auch unter den Legionären die Runde und schüren die Furcht vor den keltischen Barbaren. Mehrere antike Quellen berichten über die Abscheu vor den Opferpraktiken der Kelten. Dennoch ist Rom bereit, die keltischen Stammesführer in ihren Positionen zu belassen, aber nur, wenn sie sich der römischen Herrschaft und Kultur unterwerfen. Caesar beweist großes Geschick darin, innerkeltische Auseinandersetzungen für sich zu nutzen. Es kam Caesar in Gallien von Anfang an zustatten, dass das Land damals alles andere als eine politische Einheit bildete. Wir haben es stattdessen zu tun mit einer Vielzahl autonomer Stämme, die nicht selten miteinander rivalisierten oder sogar miteinander im Krieg lagen. Angelockt von der militärischen Stärke und Durchsetzungskraft der Römer gehen einige Stammesführer Bündnisse mit Caesar ein. Sie hoffen mit seiner Hilfe nicht nur ihre eigene Herrschaft zu festigen, sondern verfeindete Stämme zu unterjochen. Doch diese Allianzen werden schon bald auf eine harte Probe gestellt. Anfang 52 vor Christus vereint Vercingetorix einstmals verfeindete Stämme und ruft zum Kampf gegen die Besatzer.
Man kann wohl annehmen, dass es eine ganze Weile gedauert haben wird, bis sich die keltischen Völker darüber im Klaren waren, dass die Römer jetzt langfristig in Gallien bleiben werden, sich langfristig dort festsetzen und ihren Einfluss ausüben werden. Und insofern gab es sicher beim großen Aufstand des Vercingetorix Völker, die sich jetzt den Aufständischen angeschlossen hatten, nachdem sie vorher lange gezögert haben. Dass die Kelten in Zeiten der Not Allianzen schlossen, lässt der vielleicht eindrucksvollste Fund aus der gesamten Lateinzeit vermuten. Der sogenannte Kessel von Gundestrup. Er wurde 1891 von dänischen Torfstechern in einem Moor auf Jütland entdeckt. Wer ihn dort vergraben hat und warum, ist bis heute ein Rätsel. Der Gundestrup-Kessel ist aus Silber gefertigt und zeigt viele Dekorationselemente. Es war schnell klar, dass er nicht in Dänemark oder dem südlichen Skandinavien hergestellt worden sein kann. Vielmehr deuten Teile der Dekoration auf einen thrakischen Ursprung. Die Thraker lebten im Bereich des heutigen Bulgarien und Rumänien. Aber es gibt auch eindeutig keltische Elemente, wie die Form der Schilde, die Darstellung der Krieger und vor allem auch der keltischen Kriegstrompete, der Carnyx. Spuren legen nahe, dass der Kessel mehrfach auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wurde. Seine Dekoration deutet auf eine wichtige Funktion bei keltischen Ritualen. Wir sehen hier, wie ein Gott eine Person in etwas wie einen Kessel eintaucht. Ich glaube, dass die Krieger vor der Schlacht alle gemeinsam einen Trank aus dem Kessel zu sich nahmen. Es könnte sein, dass sie sich damit ein Leben nach dem Tod sicherten. Eine Art Zaubertrank, der ihnen vielleicht die Angst vor dem Tod nehmen sollte? Im Gallien des Jahres 52 vor Christus schließen sich immer mehr Stämme dem Aufstand an. Mutig ziehen sie in den Krieg, denn so überliefern es antike Geschichtsschreiber, die Kelten fürchten nur eines. Dass die Kelten Angst davor gehabt haben sollen, dass der Himmel über ihnen einstürzt, geht wahrscheinlich auf eine Vorstellung zurück, die in der Antike über das Gebiet der Kelten, über die Kultur der Kelten hinaus verbreitet war. Wir wissen auch aus der antiken Literatur, dass es diese Vorstellung vom Himmel als einem Gewölbe gab und dass man sich deswegen auch eben davor fürchten konnte, dass dieses Gewölbe irgendwann einmal einstürzt. Die Furchtlosigkeit der Kelten kannte und schätzte man in der Antike auch im Gebiet des heutigen Ankara. Die Hauptstadt der Türkei war im 3. Jahrhundert vor Christus ein Zentrum der Kelten. Sie gingen als Galata in die biblische Geschichte ein. Der ganze Landstrich wurde damals nach ihnen Galatien genannt. Auch im 80 Kilometer von Ankara entfernten Gordion haben Archäologen Hinweise auf Kelten entdeckt. Ursprünglich kamen die Galater aus Zentraleuropa. Wir wissen nicht genau, woher. Anfang des 3. Jahrhunderts begannen sie als Söldner zu wandern. Sie kämpften für König Nikomedes von Bithynien im Nordwesten der Türkei. Die Söldner brachten ihre Familien mit, Wagenladungen voller Frauen und Kinder. Sie wollten eindeutig hier siedeln, gutes Land finden und eine Gemeinschaft aufbauen. Da die Kelten für ihre Raubzüge bekannt waren, wies Nikomedes ihnen Land an der Südgrenze seines Reiches zu. Und nur weil die Kelten einen Teil ihrer Traditionen bewahrten, kamen Archäologen ihnen überhaupt auf die Spur.
Es gibt nicht allzu viel Material, das wir direkt mit der keltischen Besetzung verbinden können. Natürlich gibt es Gebäude, Siedlungen aus der Zeit. Aber wir haben eine Fibula, eine frühe Sicherheitsnadel, die eindeutig keltisch ist. Außerdem Scharfschermesser keltischen Typs sowie Personennamen, zwar in griechischer Schrift, aber keltische Namen. Es gab eindeutig Galater hier. Wo auch immer die Kelten siedelten, betrieben sie Ackerbau und Viehzucht. Etwa in der Zeitspanne, in der sich die Galater in Kleinasien niederließen, entstand tausende Kilometer entfernt im Süden Deutschlands eine der größten bekannten keltischen Siedlungen überhaupt. Ihre einstige Größe lassen die Ausstellungsstücke im Museum von Manching nur erahnen. Denn das Oppidum selbst, wie man befestigte keltische Siedlungen nennt, ist fast vollständig verschwunden. Selbst aus der Luft lässt sich das einstige Ausmaß nicht mehr erkennen, denn große Teile sind von einem Militärflughafen und den Vororten des benachbarten Ingolstadt überbaut. In der Antike sah es hier ganz anders aus. Wenn man sich Manching zur Blütezeit vorzustellen versucht, letzten Drittel des 2. Jahrhunderts vor Christus, man schaut von den Hügeln des Donautals in das Donautal hinein, sieht in der breiten Ebene eine große weiße Stadtmauer von 7 Kilometern Länge, Durchmesser von 2,2 bis 2,4 Kilometern, Innenfläche von 380 Hektar, eine große stadtartige Fläche. Eine Ausnahmesiedlung, in der bis zu 10.000 Menschen lebten. Und ein früher Verkehrsknotenpunkt. Die Wege von damals existieren in moderner Form noch heute. Das Warenangebot hat sich allerdings grundlegend verändert. Denn in keltischen Oppida wurden auch Menschen gehandelt, wie es der Fund einer Sklavenkette nahelegt. Ansonsten zeugen unzählige Schlüssel und Schlösser vor allem vom Reichtum der einstigen Bewohner. Innerstädtischer Handel wurde mit einem eigens dafür entwickelten Münzsystem getrieben. Für den Fernhandel gab es Goldmünzen. Wie andere keltische Oppida besaß auch Manching eine eigene Prägestätte. Wem die Münzprägung unterstand, ist unbekannt. Aber sie verlief nach festen Regeln. Zu den wichtigsten Funden aus dem keltischen Oppidum von Manching gehören zwei Bleigewichte von 125 und 62,5 Gramm. Das zeigt, hier wurden Maße, Gewichte und Währung, Geld verwendet nach einem einheitlichen System. Und dieses System musste von jemand eingeführt worden sein, aber auch von jemandem überwacht worden sein. Und das ist ein ganz besonderer neuer Faktor für die Gesellschaft in Mitteleuropa und zeichnet die Bevölkerung der Oppida aus. Die von den Römern als Barbaren geschmähten Kelten lebten in den ersten stadtähnlichen Siedlungen nördlich der Alpen. In der arbeitsteiligen Gesellschaft gedieh das Handwerk und erlaubte eine zunehmende Spezialisierung. Wenn man sich vor allem das Handwerk anschaut, das ist kein großer Unterschied zu dem, was im ländlichen Raum in Deutschland noch oder in Europa im 20. Jahrhundert Verwendung fand. Doch Caesars Feldzug in Gallien hat auch Auswirkungen auf die Kelten hier. Mit jedem besiegten Stamm kommt Manchings Fernhandel mehr und mehr zum Erliegen, bis die Siedlung ganz aufgegeben wird. Doch in Gallien scheint sich das Kriegsglück Caesars zu wenden. Der große Aufstand unter Vercingetorix droht all seine früheren Erfolge zunichte zu machen. Immer mehr Stämme brechen ihr Bündnis mit Rom. Vercingetorix weiß, dass er den Römer in der offenen Feldschlacht hoffnungslos unterlegen wäre. Und so entwickelt er eine Taktik, die später als Politik der verbrannten Erde in die Militärgeschichte eingeht.
Er überzeugt die gallischen Bauern davon, ihre Felder und Vorräte zu verbrennen, um die Römer vom Nachschub abzuschneiden. Zudem bringen die Gallier Caesars Truppen bei einer Schlacht bei Gergovia schwere Verluste bei. Damit war zum einen der Nimbus der Unbesiegbarkeit Caesars gründlich zerstört. Zum anderen hatte sich aber erneut erwiesen, dass die neue Taktik des Vercingetorix genau die richtige, die einzig erfolgversprechende war. Und es lässt sich zeigen, dass Vercingetorix neuen Zulauf bekam von weiteren gallischen Stämmen. Die Zeit spielt gegen Caesar. Noch stehen seine Truppen hinter ihm. Aber die Stärke des Feindes wächst von Tag zu Tag. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Vercingetorix verschanzt sich im gut befestigten Oppidum von Alesia. Manche Forscher glauben, dass er vor Caesar davonrannte, um Truppen zu sammeln und dann die Guerillataktik fortzusetzen. Ich persönlich glaube, er hatte einen viel besseren Plan. Er wollte Caesar genau dort haben, um ihm die größte jemals gesehene Kavallerieschlacht auf der vor ihm liegenden flachen Ebene aufzuzwingen. Die Mauern bieten zwar Schutz, aber mit der Guerillataktik ist es vorbei. Der Gallier setzt alles auf eine Karte. Dessen ist sich auch Caesar bewusst. Eine Niederlage in Alesia hätte wahrscheinlich das Ende seiner politischen Karriere, das Ende seiner politischen Ambitionen bedeutet. Es gab zu viele Feinde in Rom, die sich wünschten, dass die Siegesserie Caesars in Gallien endlich einmal reißen würde. Wenn es also stimmt, dass Caesar seinen Truppen vor Alesia zugerufen hat, hier in Alesia gehe es um alles oder nichts, dann hat er vielleicht nicht zuletzt sein eigenes, sein ganz persönliches Schicksal damit gemeint. Caesar erkennt die Brisanz der Lage und beordert sämtliche verfügbaren Legionen nach Alesia. Hinter mir ist der Mont Auxois. Damals befand sich dort eine keltische Bergfestung. Und das war nicht nur eine kleine Festung, sondern eine große Siedlung, ja ein Ballungszentrum keltischer Kultur. Hier gab es Händler, Geschäfte, Häuser, Straßen, Pferde, Versorgung, Ausrüstung und Waffen. Dort versammelte Vercingetorix seine Armee, um sie neu auszustatten und auf Caesar zu warten. Mit dem Aufzug der römischen Truppen vor Alesia beginnt der Countdown zur Schlacht. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die feindlichen Truppen aufeinandertreffen. Caesar ist anscheinend in der schwächeren Position, doch er setzt auf bewährte Taktiken. Unter den Augen der Gallier entfaltet er die volle Wucht römischer Belagerungskunst. Der römische Legionär war genauso ein Bauarbeiter wie ein Kämpfer. Man kann sogar sagen, dass die Römer Europa ihren Stempel genauso mit Pickel und Spaten aufdrückten wie mit Wurfspeer und Schwert. Die Pioniere nehmen ihre Arbeit sofort auf. Ihr Ziel? Der Feind darf keine Möglichkeit mehr haben, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Und Caesar will seine eigenen Truppen schützen. Er befiehlt, das gesamte umliegende Gelände zu roden. Danach lässt er einen Wall errichten, der sich um den ganzen Berg zieht. Alle 23 Meter ragen hohe Wachtürme auf. Zwischen den Türmen versperrt eine fast 4 Meter hohe Palisade den Durchgang. Sie haben diesen Wall rund um den Mont Auxois aufgeworfen. 15 Kilometer lang. Sie schlossen die Tore und sperrten Vercingetorix in seiner Bergfestung ein und schnitten ihn so von Nachschub und Verstärkung ab.
Vercingetorix erkennt die Gefahr und handelt. Kurz bevor sich der Belagerungsring schließt, gelingt seiner Kavallerie der Ausbruch. Damit verringert sich nicht nur die Zahl der Esser, die Ausreißer sollen so viele Krieger wie möglich sammeln, um das römische Heer in die Zange zu nehmen. Caesar fürchtete den Angriff eines Entsatzheeres von hinten. Deshalb gab er, sobald der erste Wall vollendet war, den Befehl, einen zweiten zu bauen. Dieses mächtige Bauwerk schloss den ersten vollständig ein. Er war 21 Kilometer lang. Beide zusammen maßen 36 Kilometer. Und Caesars Armee vollendete diese Arbeit mit Pickel, Schaufeln und Körben in nur 5 Wochen. Das ist eine der außergewöhnlichsten militärischen Unternehmungen aller Zeiten. Zwischen ihren Wällen sind die Römer zunächst sicher. Doch wenn das Entsatzheer kommt, werden sie den Kelten zahlenmäßig weit unterlegen sein. Caesar muss den Ansturm dieser Feinde so gut wie möglich aufhalten. Dafür lässt er einen Todesstreifen errichten. Direkt vor den Wällen waren diese Zippi befestigt. Sie sehen aus wie Geweihe, ein Kreuz und Quer von spitzen Ästen aller Größen. Man kann sie natürlich rausreißen, aber das verlangsamt den Angriff. Die Bogenschützen und Speerwerfer können in aller Ruhe auf dich anlegen. Vor dieser Verteidigungslinie lag so etwas wie ein Minenfeld mit Sprengfallen. Im Boden war dies vergraben. Trat ein Krieger da drauf, so bohrte sich der eiserne Dorn durch den Fuß und der Widerhaken verhinderte, dass man ihn herausziehen konnte. Die Männer würden vor Schmerz brüllen und wären unfähig, weiter zu kämpfen. Hier drunter versteckt sich ein Loch. Tritt ein Pferd hier drauf, bricht es sich das Bein. Damit hat der Vercingetorix beste Waffe seine Kavallerie entschärft. Um hier durchzukommen, musst du die Löcher füllen. Du musst Pioniere schicken, um das Minenfeld zu entschärfen. Das hält extrem auf und die ganze Zeit stehst du zusätzlich unter Beschuss. Vor all dem lag ein Graben und davor ein weiterer Graben. Caesar ließ nahegelegene Wasserläufe eindämmen und füllte den Graben, sodass ein Sumpf entstand, rundum, über die ganzen 15 Kilometer. Wer auch immer versucht, diesen Todesstreifen zu überwinden, setzt sein Leben aufs Spiel. Ein Kampf auf Leben und Tod. Gewinnt Rom, bedeutet dies das Ende der keltischen Kultur. Niemals werden es die Römer den Kelten gestatten, ihre Bräuche und Riten weiter auszuüben. Die römische Propaganda verunglimpft sie als wilde Barbaren. Doch in Wirklichkeit waren sie ein hochzivilisiertes Volk, wie es Ausgrabungen am gut 100 Kilometer entfernten Mont Beuvray zeigen. Hier lag das Oppidum von Bibracte. Wie auch Alesia war die Siedlung umschlossen von einer eindrucksvollen Mauer. Caesar selbst erwähnt den Murus Gallicus in seinem Gallischen Krieg. Durch das abwechselnde Anbringen von Hölzern und Felsgestein, die in geraden Reihen ordentlich geschichtet sind, wirkt das Bauwerk nicht hässlich und besitzt für die Verteidigung einer Stadt höchste Eignung, weil die Steine Schutz vor Feuer gewähren und das Holzwerk gegen den Sturmbock Widerstand leistet und weil zudem meist noch 40 Fuß lange Querhölzer das Werk nach innen verstärken, sodass es weder durchbrochen noch auseinandergezerrt werden kann. Im Schutz des Murus Gallicus konnte sich das keltische Handwerk voll entfalten. Die bunt karierten Stoffe der Weber wurden selbst in Rom hoch geschätzt. Aber wie so viele keltische Siedlungen war Bibracte vor allem ein Zentrum der Metallverarbeitung. Man gewinnt den Eindruck, dass beinahe alles, was man im ersten Jahrhundert vor Christus aus Metall herstellen konnte, hier angefertigt wurde. Münzen,
Waffen, Küchengeräte, Werkzeuge, Streitwagen, einfach alles. Die professionelle Arbeitsteilung in Bibracte hatte große Auswirkungen auf die gesamte Gemeinschaft. Auch hier versorgten sich die Handwerker nicht mehr selbst. Heute hat sich der Wald die Felder zurückerobert, auf denen damals Bauern die nötigen Nahrungsmittel erzeugten. In Friedenszeiten unerlässlich für den Fortschritt, führt die Arbeitsteilung im Krieg schnell zu Versorgungsproblemen. Das bekommen auch die Menschen in Alesia zu spüren. Hinter den Festungsmauern gehen die Vorräte schnell zur Neige, obwohl es nur noch die wehrfähigen Männer zu versorgen gilt. Alle anderen hatte Vercingetorix weggeschickt, hoffend, dass Cäsar sie aufnehmen würde. Doch der Römer kennt keine Gnade. Die Familien der Krieger verhungern zwischen den Fronten. Natürlich ist es grausam, natürlich ist es barbarisch und ganz sicher ist sich Cäsar dessen auch bewusst gewesen. Er hat aber, so denke ich, keine Sekunde gezögert, als er die Kinder und Frauen abgewiesen hat. Wir müssen uns klar machen, es handelt sich hier um einen Belagerungskrieg. Und im Übrigen, die Kelten hatten nach derselben Logik gehandelt. Sie waren es ja, die ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Alten, ihre eigenen Schwachen ausgewiesen hatten, in der Hoffnung, Cäsar würde sie aufnehmen. Der Krieg folgt seinen eigenen Gesetzen. Die Kelten sind bei den Römern dafür berüchtigt, besonders grausame Praktiken anzuwenden. In der Picardie im Norden Frankreichs haben diese Praktiken Spuren hinterlassen. Traurige Berühmtheit erlangte die Region durch die Schlacht an der Somme, in der 1916 mehr als 1 Million Soldaten ihr Leben verloren. Doch der Ort hat noch eine viel ältere, blutige Geschichte. In den 1980er Jahren machten Archäologen hier in Ripon-sur-Ancre eine schaurige Entdeckung. Wir haben hier etwa 26.000 Knochen von etwa 500 Menschen gefunden. Dazu Waffen, Lanzen, Schilde, Schwerter. Die typische Ausrüstung gallischer Krieger im 3. Jahrhundert vor Christus. Die Knochen waren an einem Ort aufgehäuft. Sie stammen fast ausschließlich von Männern im wehrfähigen Alter. Der Archäologe vermutet hinter dem Fundort eine Art prähistorischen Altar. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Opfer an die Götter. Als Dank für eine gewonnene Schlacht. Die Schlacht oder auch Schlachten waren wahrscheinlich gegen Einwanderer gerichtet, die man Belger nannte. Die hatten sich im 3. Jahrhundert vor Christus hier niedergelassen. Doch etwas fehlt auffälligerweise unter den 26.000 Knochen. Schädel. Ein Beweis für den in der Antike oft zitierten keltischen Schädelkult? Ist es ein Schädelkult? Das ist schwer zu sagen. Es ist eine übliche martialische Praxis, um die Überlegenheit eines Kriegers zu zeigen. Den Kopf eines gefallenen Gegners abzuschlagen und dann als Trophäe mitzunehmen, ist ja nicht wirklich typisch oder exklusiv typisch keltisch. Man findet das eigentlich doch sehr oft in vielen Kulturen. Bekannt sind natürlich auch die Schrumpfköpfe aus der Ethnologie, aber beispielsweise auch in modernen Kolonialkriegen war es durchaus üblich, auch Köpfe abzuschlagen, um zu dokumentieren, wen man da besiegt hat. Tatsächlich berichten antike Quellen, dass die Kelten die Köpfe ihrer Feinde als Trophäen sammeln. In Alesia laufen die Vorbereitungen zur Schlacht auf vollen Touren.
Die Kelten setzen alles daran, ihrem Ruf als furchtlose Krieger gerecht zu werden. Ihnen ist klar, es geht in dieser Schlacht um mehr als Sieg oder Niederlage. Caesars Weigerung, etwas für die Familien der Kelten zu tun, hatte gezeigt, hier und jetzt geht es um alles oder nichts. Vercingetorix dürfte gewusst haben, dass eine Niederlage bei Alesia, eine Niederlage in diesem Krieg, das Ende der Selbstständigkeit Galliens bedeuten würde, das Ende der Freiheit aller Gallier und für ihn ganz persönlich Gefangenschaft, Sklaverei, vielleicht den Tod. Zunächst läuft alles nach Vercingetorix Plan. Die Ankunft des Entsatzheeres ist das Zeichen für den keltischen Angriff. Von beiden Seiten nehmen die Kelten die Römer in die Zange. Der Todesstreifen erfüllt in der ersten Phase seinen Zweck, doch unaufhaltsam strömen immer mehr keltische Krieger gegen die römischen Palisaden. Nur mit Mühe und unter großen Verlusten gelingt es den Legionären, das Lager zu halten. Der Feind scheint übermächtig. Im entscheidenden Moment wirft sich Caesar selbst in die Schlacht und Fortuna wechselt die Seiten. Sie hatten 4 Tage sehr hart gekämpft und jede Seite hätte gewinnen können. Tatsächlich schienen Vercingetorix und seine Männer oft im Vorteil. Doch letztendlich triumphiert Caesar. Vercingetorix muss erkennen, dass er nicht mehr gewinnen kann. Die Niederlage von Alesia besiegelt das Schicksal Galliens. Das Leben in selbstbestimmten Stammesverbänden ist für die Kelten vorüber. Einstige Hochburgen keltischer Kultur wie Bibracte werden zwar nicht zerstört, doch sie versinken in der Bedeutungslosigkeit. Die schwer zugänglichen Bergfestungen werden zugunsten verkehrsgünstig gelegener Städte aufgegeben. 25 Kilometer von Bibracte entfernt entsteht Autun nach römischen Vorstellungen. Mit seinen Tempeln und dem größten Theater der Provinz entwickelt sich die Stadt schnell zum neuen gallo-römischen Zentrum. Ähnliches geschieht im weiter östlich gelegenen Gebiet der keltischen Treverer. Um die Zeitenwende entsteht dort die römische Stadt Augusta Treverorum, das heutige Trier. Die Pfeiler der von den Römern erbauten Moselbrücke erfüllen bis heute ihren Zweck. Sieger und Besiegte schmieden neue Allianzen. Zum großen Gleichmacher wird dabei die Armee, wie es das Abbild eines römischen Legionärs im Museum von Avignon zeigt. Rüstung, Haarschnitt und Kurzschwert sind typisch römisch. Doch der Halsring lässt keinen Zweifel, er war Kelte. Gallien war sehr viel schneller romanisiert als andere nördliche Provinzen. Die Romanisierung der Germanen ist nicht deshalb gescheitert, weil es da so kalt war und nass und was weiß ich und die Römer sich dann gefürchtet haben und wieder nach Hause gelaufen sind, sondern die hatten nicht die entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen, dass sich dieses römische Imperium dort schnell festsetzen und ausbreiten konnte. Caesar konnte marschieren durch Gallien innerhalb eines Tages von einer Stadt zur nächsten, weil es da Straßen, Brücken und sowas gab.
Die hatten ein Münzsystem, wie die Römer auch, die Gallier. Die Germanen nicht. Die haben noch bis ins 3., 4. Jahrhundert konnten die mit Münzen gar nichts anfangen. Die Romanisierung Galliens beginnt mit Caesars Sieg vor Alesia. Am Tag nach der großen Schlacht ergibt sich Vercingetorix in sein Schicksal. Der Geschichtsschreiber Plutarch berichtet in seiner Biografie über Caesar, dass Vercingetorix auf seinem Pferd mehrfach das Zelt des siegreichen Feldherrn umrundet, bevor er seine Waffen streckt. Er soll seine Verbündeten dazu ermuntert haben, ihn auszuliefern, um bessere Konditionen auszuhandeln. Caesar hatte so viele Gefangene gemacht, dass er jedem seiner Legionäre einen Kelten als Sklaven schenkt. Vercingetorix aber lässt er in Ketten legen und nach Rom bringen, wo er Jahre im Kerker verbringt. Im Jahre 46 vor Christus führt Caesar ihn dort bei seinem Triumphzug vor und lässt ihn danach töten. It was the end. Das war das Ende des keltischen Bundes, das Ende des keltischen Widerstandes und die unvermeidliche Unterwerfung unter die römische Kultur. Mit Vercingetorix endet die Vorherrschaft der keltischen Stämme auf dem europäischen Festland, auch wenn die Geschichte den Gallier später zum Volkshelden macht. Durch die Niederlage bei Alesia wird ganz Gallien zur römischen Provinz. Nur im äußersten Nordwesten, auf der anderen Seite des Ärmelkanals, können die keltischen Stämme noch nach ihren alten Sitten und Riten leben. Doch auch dorthin werden die Römer bald ihre Fühler ausstrecken.